Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 28. Bericht für den Bericht des Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend die Tätigkeit in der 20. Wahlperiode, Berichtszeitraum 2022, das ist die Drucksache 20-10640. Das Wort hat der Kollege Oliver Ulloth. Bitte sehr. So, ganz langsam, Günther, langsam, ganz ruhig bleiben. So, jetzt, Oliver, du hast das Wort. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemäß § 13 des Gesetzes über die Behandlung von Petitionen an den Hessischen Landtag darf ich hier heute über den 4. Tätigkeitsbericht des Ausschusses berichten für den Berichtszeitraum 2022. Das vergangene Jahr war für den Petitionsausschuss ein erfolgreiches, aber auch zugleich herausforderndes. Das in Kraft getretene Petitionsgesetz, der neue Erlass, die Ausschussreise nach Griechenland und Zypern mit dem Themenschwerpunkt Migration und Flucht, aber auch die pandemiebedingten Beeinträchtigungen unserer Arbeit trugen dazu bei. Die wichtigste Botschaft vorweg: Unser neues Petitionsgesetz hat sich bereits im ersten Jahr bewährt. Wir haben ein besonderes Recht der Bürgerinnen und Bürger, und ich betone das immer wieder gerne an dieser Stelle, ein Jedermann-Recht von Verfassungsrang eine gesetzliche Grundlage verliehen. Neben dem Petitionsgesetz ist ebenfalls, wie eben gesagt, der Petitionserlass in Kraft getreten, bei dem es gestaffelte Fristen von maximal einem Jahr gibt, um in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten eine Ermessensduldung auszusprechen. Das heißt, dass vollziehbare Ausreisepflicht nicht bei den betroffenen Personen durchgeführt wird, sondern das Verfahren, das Petitionsverfahren, geschützt wird. Hiervon gibt es allerdings Ausnahmen im Erlass, und zwar beispielsweise in dem Fall, wenn der Petent oder die Petentin bereits einen Abschiebetermin bevorstehen hat, etwa durch eine Buchung, durch Flug schon manifestiert oder bei erheblicher Straffälligkeit. Meine Damen und Herren, doch nicht nur wir im PTA sind davon überzeugt, dass wir hier in Hessen ein starkes Petitionsrecht in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, sondern eben auch zu lesen war das Ganze in Heger-Malpmus zum Thema Verfahrenssicherung bei Petitionen und Härtefallersuchen in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, erschienen in der ZAR 2022, Seite 317 fortfolgend. Ich zitiere daraus: Das jeweilige Petitionswesen der einzelnen Bundesländer enthält kaum ausdrückliche Regelungen zur Sicherung der Petitionsverfahren. Lediglich in Bremen und Hessen existieren geschriebene, explizite Regelungen. Das Verhältnis von unmittelbar bevorstehenden behördlichen Maßnahmen und der Petition sind darin klar geregelt. Weiter heißt es, der Erlass in Hessen hat aufgezeigt, dass eine explizite Regelung verschiedene Fragen zur Sicherung des Verfahrens in Fällen von Petitionen bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen rechtssicher gestaltet werden kann. Dieser kann unmittelbare Auswirkungen auf die Einlegung von Petitionsverfahren in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten haben und liegt aus Sicht der Autoren im Interesse der Petenten, der Petitionsausschüsse, aber auch der beteiligten Behörden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir ein Stück weit Vorbildcharakter haben können für andere Länder, das freut mich sehr, eben dass der Hessische Petitionsausschuss an dieser Stelle im Ländervergleich positiv aufgefallen ist. Nun komme ich zu ein paar statistischen Zahlen, will aber immer wieder auch im Rahmen des Berichts deutlich machen, statistische Zahlen heißt, hinter jedem dieser Einzelfälle hängt teils auch ein Schicksal. Und deswegen ist von der Erwartungshaltung an uns zurechtgestellt, dass wir dem nachgehen in jedem Einzelfall. Der Petitionsausschuss hat im Berichtszeitraum in 9 Sitzungen sich mit den Eingaben befasst. Hinzu kommen 7 Ortstermine, 9 runde Tische, bei denen wir immer wieder nach Lösungsmöglichkeiten gesucht haben, manchmal auch gerungen.
1.006 Petitionen sind im Berichtszeitraum eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von 8,6%. Da hatten wir noch 1.101 Petitionen. Das entspricht aber alles noch einem durchschnittlichen Wert. 47 Petitionen davon wurden positiv abgeschlossen, weitere 30 teilweise positiv. Das entspricht einem Anteil von 11%. Zuvor in den beiden Vorjahren lagen wir bei 17%. Diese, ich nenne es mal, Erfolgsquote auf niedrigem Niveau zeigt, dass in unserem Land grundsätzlich staatliche Stellen gute Arbeit leisten. Es ist also durchaus als Beleg für rechtsstaatliches Handeln der Verwaltung zu werten. Diese Quote zeigt aber auch, dass es eben im Einzelfall nach wie vor nötig ist, dass wir gegebenenfalls Abhilfe schaffen. Und das ist und bleibt die Aufgabe des Petitionsausschusses. Negativ abgeschlossen wurden 315 Petitionen. Hierzu möchte ich anmerken, dass auch darunter viele Petentinnen und Petenten sind, die nicht genau immer auf das Ergebnis Wert legen, sondern ihnen wichtig ist, dass noch einmal über den Sachverhalt geschaut wird. Und wir nehmen damit eine wichtige Kontrollfunktion für die Bürgerinnen und Bürger wahr. Im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Petitionen haben wir einen Rückgang von 218 auf 194 Fälle zu verzeichnen. Das entspricht einem prozentualen Anteil der Gesamtpetitionen von 19,3%. Die meisten Personen kommen aus Pakistan, Marokko, der Türkei, Afghanistan und dem Iran. Auch in dem Bereich hat sich das Chancenaufenthaltsrecht, was Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, schon ausgewirkt und hat unsere Arbeit im positiven Sinne geprägt. Anfang April 2022 fand eine Ausschussreise nach Griechenland und Zypern statt, bei der wir uns mit dem Thema Asyl- und Migrationspolitik befasst haben. In Griechenland hatten wir unter anderem ein Gespräch mit Notis Mitarakis, dem Minister für Migration und Asyl der Hellenischen Republik. Weitere Gespräche waren beispielsweise im Parlament Zyperns und sowie mit dem zypriotischen Innenstaatssekretär Kostas Konstantinou. Die 96-stündige Reise, die war sehr arbeitsintensiv und auch erkenntnisreich. Es gibt drei Damen in dieser Runde, der ich besonders danken möchte für Dinge, die in der Zeit passiert sind. Ich beginne da mal mit Frau Brink. Frau Brink hat diese Reise organisiert von A bis Z. Und bevor ich überhaupt einen potenziellen Stolperstein entdecken konnte, hat Frau Brink den schon längst weggeräumt. Des Weiteren nennen möchte ich die Kollegin Elke Barth, die besonders hartnäckig geblieben ist, als wir bei Frontex das Gespräch hatten und das Ganze im Hinblick auf die Pushbacks eine Diskussion gab, ob, und wir wissen es mittlerweile, dass Frontex beteiligt war an Einzelfällen und du da auch immer wieder nachgehakt hast. Und kurze Zeit später der Frontex-Chef Legeri auch seinen Platz räumen musste, und zwar zu Recht. Die dritte Kollegin ist Kathi Walter, die mit beherztem Einsatz einer jungen Geflüchteten auf Zypern in einer medizinischen Notsituation geholfen hat. Das war für uns alle schon ein kleiner Schockmoment. Aber auch dank deines Einsatzes ist dort alles gut gegangen. Und jetzt haben die drei Damen wirklich noch mal großen Applaus verdient. Ende April fand das Europäische Ombudsmann-Treffen im Europaparlament in Straßburg statt. Als Ausschussvorsitzender durfte ich an diesem Netzwerktreffen teilnehmen, gemeinsam mit Frau Engelhardt. Und wir haben dort leider angesichts des russischen Angriffskriegs einen ganz anderen Themenschwerpunkt gehabt als erhofft. Im Fokus stand der Bericht der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Ludmila Denisova, die aktuelle Situation ihrer Landsleute schilderte. Und es fand im Nachgang im Hinblick auf diese Situation auch ein notwendiger Austausch im Hinblick auf die Fluchtsituation, die Fluchtbewegung in Europa statt. Im September 2022 war der Hessische Landtag zum ersten Mal Gastgeber der Tagung der Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder. Über 80 Abgeordnete, Volksanwältinnen, Volksanwälte, Bürgerbeauftragte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nahmen an diesem Treffen hier im Plenarsaal teil. Dort war das Thema die Digitalisierung der Petitionsverfahren.
Zudem haben wir über weitere Schritte gesprochen im Hinblick auf die Petitionsplattform, die gemeinsame von Bund und der Länder. Unsere Öffentlichkeitsarbeit war im vergangenen Jahr vor allem geprägt durch 6 Bürgersprechstunden. Des Weiteren waren wir auch bei den Tagen der offenen Tür hier im Haus vertreten mit einem Informationsstand. Zudem hatten wir ebenfalls, und das nach Pandemie endlich wieder möglich, in 2 Schulen Planspiele durchgeführt, zum einen an der Heinrich-Gruppe-Schule in Grebenstein und an der Kurt-Schumacher-Schule in Kaben. An beiden Schulen hatten wir sehr engagierte Schülerinnen und Schüler, aber auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer angetroffen. Dafür vielen Dank. Ich komme zum Schluss. Ein gutes Petitionsgesetz ist eine Grundlage für eine gute Arbeit. Am Ende ist die Arbeit aber nur so gut wie diejenigen, die sie auch vollziehen. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle wirklich bei Ihnen allen, die daran beteiligt sind, ganz herzlich bedanken für Ihre Arbeit im vergangenen Jahr. Im Einzelnen sind dazu erwähnt zum einen die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss für die kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros, auch die dürfen wir nicht vergessen, und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, die uns immer wieder Rede und Antwort stehen und auch mit uns gemeinsam an Lösungsansätzen arbeiten. Und wir Abgeordneten wissen ganz genau, dort oben sitzen die Kolleginnen und der Herr Medenbach ist gerade nicht dabei, aber auch er gehört mindestens dazu. Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit, denn wir wissen, wie aufgeschmissen wir wären, wenn Sie nicht da wären. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Herausforderungen in diesem Jahr und kann den Bürgerinnen und Bürgern zusagen, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen werden, dass auch in diesem Jahr die Eingaben entsprechend bearbeitet werden zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Hessens. Vielen Dank. Herzlichen Dank für den Bericht. Und ich eröffne jetzt die Aussprache. Beginnt der Kollege Bernd Vohl von der AfD-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Zunächst möchte ich mich für die Vorstellung des Petitionsberichts 2022 bei unserem Ausschussvorsitzenden, Herrn Oliver Ullert, recht herzlich bedanken. Ebenso möchte ich die Gelegenheit nutzen, Frau Engelhardt sowie den Mitarbeitern des Petitionsreferates für die gute Zusammenarbeit zu danken. Sie unterstützen uns jederzeit bei der Frage zur Bearbeitung der Petition und helfen uns damit, unsere Arbeit im Sinne der Petenten gut und ordentlich zu erledigen. Vielen Dank dafür. Der vorgestellte Petitionsbericht gibt einen guten Einblick, welche Themen die Bürger unseres Landes beschäftigen und auch wie vielfältig die vorgebrachten Anliegen sind, seien es Bitten, Beschwerden über Entscheidungen von Behörden, Anträge oder auch Anregungen zur politischen Arbeit. Mit all diesen Dingen wenden sich die Bürger an den Landtag. Im vergangenen Jahr erreichten, wie schon erwähnt wurde, 1.006 neue Petitionen den Landtag. Jede einzelne wird durch die Mitglieder des Ausschusses gewissenhaft bearbeitet. Denn, meine Damen und Herren, jeder Petent hat ein Recht, ja einen Anspruch darauf, dass seine Petition sachgerecht auf der Basis der bestehenden Rechtslage behandelt wird. Hierbei ist es nicht entscheidend, wie viele Bürger ein bestimmtes Anliegen unterstützen. Denn, meine Damen und Herren, das Petitionsrecht ist, wie gesagt, ein Jedermannsrecht. Und es gibt allen Menschen die Möglichkeit, sich unmittelbar an ihre Volksvertretung zu wenden. Seit dem 1. Januar 2022 haben wir auch endlich ein Petitionsgesetz in Hessen. Es löste die bisherigen Regelungen in der Geschäftsordnung des Landtages ab und machte das Petitionsrecht noch
transparenter. Nachdem sich bereits im vergangenen Jahr die Anzahl der Petitionen nach dem starken Anstieg 2020 aufgrund von Corona rückläufig waren, sind sie 2022 noch einmal um knapp 100 gesunken. Auch die Zahl der aufenthaltsrechtlichen Petitionen ist leicht gesunken. Sie machen aber trotzdem noch knapp 20% aller Fälle aus. Aus diesem Grund hat der Petitionsausschuss im vergangenen Jahr seine Ausschussreise nach Griechenland und Zypern unternommen. Dort haben wir uns über die dortige Flüchtlingssituation genauestens informieren können. Wir nahmen viele Termine, sehr viele Termine wahr und konnten auch einige neue sowie aufschlussreiche Erkenntnisse gewinnen, die uns bei der Arbeit im Ausschuss sehr hilfreich waren. Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit im Petitionsausschuss ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben das Ziel, das Petitionsrecht in Hessen noch bekannter zu machen. Dabei hat der direkte Austausch mit den Bürgern einen besonders hohen Stellenwert. Im vergangenen Jahr konnten wir endlich wieder Bürgersprechstunden vor Ort abhalten. Auch bei den Tagen der offenen Tür im Hessischen Landtag war der Petitionsausschuss mit einem Stand vertreten. Und in diesem Jahr wird nach mehreren Corona-Jahren Pause auch der Hessentag wieder stattfinden. Dort werden wir mit einem Stand vertreten sein und die Bürger über unsere Arbeit informieren. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr. Denn, meine Damen und Herren, das Petitionsrecht ist ein wichtiges Recht, das eigentlicherweise jeder Bürger kennen sollte. Abschließend möchte ich mich noch bei allen Kollegen im Ausschuss für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es geht hier in der Regel in diesem Ausschuss nicht um Parteipolitik, sondern darum, gute Lösungen für die Menschen in Hessen zu finden. Ebenso möchte ich den Mitarbeitern in den Ministerien für die gute Zuarbeit und die ausführlichen Hintergrundinformationen danken. Diese sind sehr hilfreich für die Bearbeitung unserer Petitionen. Ich hoffe, dass wir die gute und konstruktive Zusammenarbeit auch in diesem Jahr weiterführen, um die Petitionen der hessischen Bürger sachlich und zielführend zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Kollege Vohl. Bevor wir in der Debatte weiterführen, begrüße ich auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Landtagskollegin, Frau Kollegin Öztürk. Herzlich willkommen hier im Hause. Und das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Elke Barth, SPD-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Auch im vergangenen Jahr wurden wieder über 1.000 Petitionen an den Hessischen Landtag gerichtet. Die Zahlen, wie die von uns abgeschlossenen Petitionen entschieden wurden und wie dies zu interpretieren ist, hat Herr Abgeordneter Ulloth, unser Vorsitzender, bereits berichtet. Auch wenn Petitionen nur in wenigen Fällen eine Behördenentscheidung korrigieren, ist das eigentlich ein positives Signal. Denn es bedeutet auch, dass selbst nach intensiver und nochmaliger Betrachtung die meisten Behördenentscheidungen richtig sind. Aber oft ist dem Petenten auch genau damit geholfen, dass noch einmal nachvollzogen wird, auf welcher Basis eine Entscheidung getroffen wurde und dass sie rechtens ist. Und die Petenten hatten so dann auch noch einmal die Gelegenheit, ihr Anliegen überprüfen zu lassen. Das Petitionsrecht ist daher ein wichtiger Baustein in unserer Demokratie. Meine Damen und Herren, ein Jahr Petitionsgesetz. Aus meiner Sicht hat sich vor allem die feste Institutionalisierung der runden Tische neben den Ortsterminen bewährt, die als neues und modernes Instrument von uns Berichterstattern nun auch regelmäßig und immer häufiger, so mein Eindruck, genutzt werden. Damit findet auch die Arbeit des Landtags mehr vor Ort statt, wo Teile des Petitionsausschusses nach ganz Hessen ausschwärmen
um sich vor Ort den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu widmen. Auch Planspiele des Petitionsausschusses, wo wir an Schulen Sitzungen simulieren, Positionen zu Petitionsfragestellungen mit den SchülerInnen erörtern, machen unsere Arbeit anschaulicher und verständlicher, genauso wie natürlich auch die Bürgersprechstunden. Diese gute Öffentlichkeitsarbeit wird, davon bin ich überzeugt, in Zukunft dazu beitragen, das Petitionswesen als fester Bestandteil der Arbeit des Landtags noch besser zu etablieren. Letztendlich leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag gegen Demokratieverdrossenheit. Zu den Ausländerpetitionen. Gerade das Chancenaufenthaltsrecht, welches seit dem 31. Dezember 2022 in Kraft ist und bereits im Juni desselben Jahres mittels eines Vorgriffserlasses des Hessischen Innenministeriums eine Regelung geschaffen hat, um seit 5 Jahren hier lebenden Ausländern eine 18-monatige Atempause, wie ich es nenne, zu verschaffen, in der sie die Gelegenheit haben, die Voraussetzungen für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, anstelle wie bisher immer von einer Kettenduldung in die nächste zu fallen, hat unsere Arbeit in diesem Bereich des Petitionswesens verändert. Wir hoffen, dass dieser Spurwechsel von einem rechtskräftig abgeschlossenen und negativ beschiedenen Asylverfahren in ein neues, eigenverantwortliches Leben in unserem Land möglichst vielen Menschen gelingt. Eben auch, meine Damen und Herren, weil wir Fach- und Arbeitskräfteeinwanderung brauchen. Und hierzu ist das neue Chancenaufenthaltsrecht ein guter und wichtiger Mosaikstein. Die neuen Fristenregelungen bei Ausländerpetitionen, die wir vor einem Jahr, ich sage es mal, noch etwas argwöhnisch betrachtet haben, haben erfreulicherweise zu keinen größeren Schwierigkeiten im Ablauf geführt. Besonders beeindruckend war für mich im Hinblick auf die Arbeit mit Ausländerpetitionen, die bekanntlich fast die Hälfte unserer Arbeit ausmachen, unsere gemeinsame Reise des Petitionsausschusses nach Griechenland und Zypern letztes Jahr im April. Herr Ulloth hat es bereits erwähnt. Die Reise hat uns noch einmal eindrücklich vor Augen geführt, wie bedeutend und unfassbar groß die Aufgabe einer europäischen Integrations- und Flüchtlingspolitik ist. Eine gemeinsame Politik, um die wir immer noch ringen, da es sie leider noch nicht gibt. Es muss uns aber wichtig sein, die Situation von Flüchtenden insgesamt im Blick zu haben, auch die Lebenslagen, aus denen sie kommen, und nicht nur des kleinen Teils, der bei uns dann in Deutschland ankommt. Daher war das eine ausgesprochen wichtige Erfahrung, die uns sicherlich auch für vieles sensibilisiert hat. Ich danke am Schluss meiner Rede den Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss für das gute Mitarbeiten. In unserem Ausschuss verschwimmen zum Teil die Parteigrenzen, und damit ist er sicherlich einzigartig. Als Letztes möchte ich mich, auch das gehört natürlich auf jeden Fall dazu, noch bei dem tollen Team von Frau Daniela Engelhardt bedanken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal, denn wir arbeiten sehr kollegial zusammen. Ihre Fachkompetenz und Ihre Unterstützung sind von unschätzbarem Wert für unsere Arbeit. Sie alle machen wirklich einen tollen Job. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth.